Schenkt man sich Rosen in Tirol, weiß man, was das bedeuten soll. Obergurgl, Hochgurgl ist seit nunmehr 38 Jahren Heimat der Ötztaler Kulturwochen. Die von der Volkshochschule Hamburg angebotenen Workshops umspannen dabei die Themen Jodeln, Musizieren, Tanz und Bildhauerei inmitten der Ötztaler Bergwelt. Heuer wurde die Operette Der Vogelhändler von Karl Zeller erarbeitet und Highlights dieses Stückes auf der Hohen Mutalm in Obergurgl präsentiert. Heute haben wir Ausschnitte aus dem Vogelhändler von Karl Zeller gespielt, als Animation auch, um unten die Premiere und die Derniere, also die letzte Aufführung, anzukündigen, aber auch um dieses schöne Erlebnis zu haben, hier oben auf 2500 Meter einmal zu spielen vor dieser herrlichen Kulisse. Generell kommen wir alle jedes Jahr seit 1980 hierher und veranstalten die Ötztaler Kulturwochen. Dazu gehören Musiker aller Bereiche, Chöre, Violinkurs, Symphonieorchester, Kammermusik und jetzt ein Operettenorchester. Das ist ein besonderes Projekt. Es sind aber auch Steinbildhauer hier, Tänzer, Maler, Fotografen, weil wir sagen, Freizeit soll man nicht nur im Liegestuhl verbringen, sondern man kann es kreativ verbringen. Und dafür ist es eigentlich sehr schön, wenn man einen halben Tag wenigstens am Tage sich mit solchen Dingen beschäftigt. Außerdem ist es eine sehr kommunikative Einrichtung. Und die anderen Kurse haben wir eingerichtet, damit die Lebenspartner oder die Ehepartner oder die Lebenspartner auch eine Beschäftigung haben, diejenigen, die keine Musik machen. Denn oft wird geschimpft zu Hause, warum fährst du schon wieder auf eine Musikwoche? Und wir bieten das sozusagen als Akademie an in verschiedensten künstlerischen Richtungen. Und das hat auch den Sinn, dass man über den Tellerrand schaut und sieht, was andere Kunstrichtungen alles veranstalten können. Musik füllt die Seele, würde ich mal sagen. Musik erfüllt einen in der Persönlichkeit. Es schult auch, sich zu konzentrieren über einen langen Zeitraum. Also wenn Musiker ein Stück anfangen zu spielen, dauert es manchmal eine halbe Stunde oder noch länger. Und da kann man nicht zappen oder irgendetwas anderes machen, sondern muss sich nur auf die Musik konzentrieren.